noch nicht so recht klappen. Trainer Thomas Schaaf musste in Nürnberg zudem auf seinen Spielmacher Johan Miku verzichten. Der ist wegen Oberschenkelproblemen gleich in Bremen geblieben. Frank Baumann fehlt ohnehin noch einige Wochen. Das heißt, zwei Säulen der Mittelfeldraute sind nicht mit dabei. Jensen und Vranjes sollen das kompensieren. Trotzdem kein Grund für Ausreden, so sagen sie in Bremen. Es müssen in Nürnberg ohne Wenn und Aber drei Punkte sein. Ovo Mojela mit der ersten Chance nach 4 Minuten. Er ist noch ohne Tor in dieser Saison. Aber so ähnlich sollte es aussehen. Nürnberg spielte das mit vollem Selbstvertrauen. Sie haben zuletzt Big Points geholt gegen Duisburg, gegen den ersten FC Köln. Und sie spielten das mit dem Wissen, dass Bremen und die Abseitsfalle in dieser Saison zuweilen Komponenten sind, die sich ausschließen. Hier verpasst Zajenko, 14 Minuten waren da gespielt. Und so einfach war der gar nicht. Also, Abseitsfalle schnappt nicht zu. Reinhardt mit der Vorarbeit und dann ist Ovo Mojela mit der Fußspitze noch dran. So hat Zajenko wenig Möglichkeiten, den Ball im Tor zu platzieren. Nach 17 Minuten kam es für Bremens Mittelfeldraute noch dicker. Hier das Duell Glauber gegen Frings. Thorsten Frings blieb verletzt am Boden liegen. Er wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert zur Beobachtung. Die erste Diagnose lautet schwere Wadenbeinprellung. Er wird seinen Termin bei der Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch absagen müssen. Aber es gab fürs Erste Entwarnung. Das Spiel kommende Woche gegen Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga soll nicht in Gefahr sein. Vor Ende der 90 Minuten kehrte er zurück ins Stadion. Die Nürnberger spielten mit breiter Brust und sie wussten genau, wo die Schwachstelle der Bremer liegt. Und genau da legten sie den Finger rein. Wittek gegen alle. Der Wittek-Wahnsinn geht weiter beim Club. 21. Minute 1:0. Sein bereits 7. Treffer in den letzten 3 Spielen. Hier vernascht er Fahrenhorst. Schulz erst mit dem Fehlpass und dann geht es überfallartig. Cantalupi. Wittek gegen Fahrenhorst. Jensen kommt zu spät und dann kann der Wiese im Grunde noch fragen, wo genau möchtest du den hinhaben? Sein Trainer Hans Meyer sagte, in dieser Verfassung ist er für einen Club wie Nürnberg eigentlich eine Nummer zu groß. Die Bremer Antwort. Borowski beim Eckball und dann Fahrenhorst. Das war das Gefährlichste, was der SV Werder im ersten Durchgang zustande brachte. Klose ohne Torschuss, Klasnitsch ohne Torschuss, K und K praktisch nicht existent. Ganz anders die Nürnberger. Einfach, schnörkellos, wieder kein Abseits. Wittek für Schrutz. 2:0, 36. Minute. Markus Schroth stand in den letzten Wochen so ein bisschen im Schatten von Wittek und von Zajenko. Er trifft zum ersten Mal in dieser Rückrunde. Weil Wittek hier maßgenau vorbereitet, Ovo Mojela einen Schritt zu spät dran ist. Vorarbeit kam von Pollack, der spielt in die Gasse. Wieder die Abseitsfalle, die Achillesferse der Bremer. Und um ein Haar wäre es noch schlimmer gekommen im ersten Durchgang. Das gleiche Spiel, Pollack, kein Abseits, der vernascht Fahrenhorst und dann Anfossen. Die 2:0 Führung zur Pause, sie war hoch verdient. Das Ganze zum ersten Mal im Easy Credit Stadion. Der Name geht noch nicht ganz so leicht über die Lippen. Auch der Nürnberger Anhang hat damit noch so seine Probleme. Insofern hat sich der Sponsor heute in den Nürnberger Tageszeitungen quasi entschuldigt per Anzeige mit einem Zitat von Andi Köpke. Die Fans wollen gute Spieler und attraktiven Fußball sehen. Da muss der Verein auch neue Wege gehen. Und wenn die so erfolgreich sind wie in Durchgang 1, dann umso besser. Scharf reagierte, brachte Valdes für Naldo. Es geht volles Risiko und es schien sich auszuzahlen. Klose, erster Torschuss, der ist drin.
2-1, 57. Minute, 18. Saisontor für den Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga. Und Schaaf sagt, na siehste wohl, es geht doch. Es sah alles ein bisschen unkoordiniert aus, Valdes irgendwie komisch. Borowski bringt Struktur rein und bereitet das erste Tor im Jahr 2006 vor. Klose macht das stark, hier hatten die Nürnberger Probleme mit der Abseitsfalle, Schäfer im Tor ohne Chance. Und Bremen war dran und Bremen war da. Plötzlich war es nicht mehr so pomadig, so zäh, das Spiel nach vorne. Klose gegen Schäfer. Der unparteiische Manuel Gräfe sagte, weiterspielen, und er lag für meine Begriffe vollkommen richtig. Klose legt sich den Ball nicht optimal vor und versucht dann einzuhaken. Schäfer bleibt weg, macht gar nichts. Da kann man fast drüber diskutieren, ob es vielleicht dafür eine gelbe Karte gibt für Miroslav Klose. Ecke Borowski, die 69. Minute, die hatte es in sich. Schulz, Schäfer wehrt ab, dann Glauber mit dem weiten Befreiungsschlag. Und das Duell Wittek gegen Ovomoyela. Der deutsche Nationalspieler lässt sich abkochen. Wittek, das macht er doch. Normalerweise in seiner aktuellen Verfassung. 9 Saisontore auf dem Konto. Ovomoyela, alles andere als optimal. Und Wittek mit wohl zu viel Zeit und zu viel Platz. Dieselbe Minute, ähnliche Szene. Und diesmal lässt er sich das nicht entgehen. Wieder ein Doppelpack. 3-3-2. So heißt die Rechnung der letzten drei Spiele bei Robert Wittek. Selbst Hans Meyer kann es nicht glauben. Der ist unglaublich. Da hat Meyer ja drüber spekuliert, nicht, dass der Wittek eine Psychose bekommt, wenn er jetzt mal nur zweimal trifft, anstatt dreimal wie in den Partien zuvor. Ganz cool, ganz abgebrüht, das 3-1, die Entscheidung. Wieder sah Bremens Abwehr nicht gut aus. Die Defensive hatte Probleme, die Offensive hatte Probleme und so dominierte der Tabellenzwölfte gegen den Tabellenvierten. Fast wäre es noch schlimmer gekommen, Dominik Reinhardt mit dieser Chance. Er traf zuletzt beim 2-3 hier gegen Arminia Bielefeld. Das wirkt wie ein Ergebnis aus längst vergangenen Tagen. Bremen versuchte nochmal was, aber die Angriffe insgesamt zu wenig strukturiert. Valdes scheitert an Raphael Schäfer. Und die Nerven in Bremen, sie liegen blank. In der entscheidenden Phase der Saison geht Werder scheinbar die Luft aus. Kießling eingewechselt und dann hier Wiese noch mit dem Schubser. Manuel Gräfe drückte die Augen zu. Das war griechisch-römisch und insofern keine Karte für Tim Wiese. 3-1 der Endstand. Verdienter Erfolg für Nürnberg im Easy Credit Stadion wird gefeiert. Und Robert Wittek ist einmal mehr der Mann des Tages. Freistoß für